Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge von Good of War. Mit mir machen wir weiter. So, jetzt müssen wir weiter. Also ich würde sagen, wir reisen lieber hier. Geht jetzt mal am schnellsten. Dann mal gucken. Denn wir müssen hier hin. So, auf geht's. Dann gehen wir mal rein. So, mal gucken. Wir haben ja den Kampf echt krass gehabt. Also, krass den Kampf gehabt. Mein Deutsch wieder. Und jetzt echt geil. Aber nun gut. Wir müssen halt jetzt wieder zurück und ja, mal gucken, was ist jetzt noch erwartet, Leute. Mal gucken. So, dann gucken wir mal, wo müssen wir denn eigentlich hin? Nee, hier müssen wir nicht hin. Ah, da. Da müssen wir hin. Gehen wir mal hier durch. So. Nee, verbessern können wir, glaube ich, nichts, oder? Können wir mal gucken, ob wir irgendwas noch verbessern können. Ah, okay. Klingenknauf könnten wir verbessern, aber irgendwie macht unsere Stärke immer runter. Nee, lass ihn lieber so. Gehen wir einfach mal weiter. So, da ist der Baum. So, nach Jörd und Heim bereiten, okay. So, wir müssen nach Jötenheim. Helheim. Da müssen wir hin. Okay. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Bereit. Oh. Das ist unangenehm. Jetzt, Junge. Wir sind fast da. Ja. Und worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Okay. Scheint wohl weiter Weg zu sein, schätze ich mal. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ja. Ich kann das. Nein, ich kann das nicht. Na gut. Bereit. Bereit. Komm. Noch bereit. Auf geht's zum höchsten Gipfel. Oh, ich hab einiges mit dir vor. Dann steigen wir mal hoch. Mal
gucken, was uns da oben so erwartet. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe mal was Spektakuläres. Wir sind ja gleich oben. Ja, natürlich ist der Treus natürlich schneller als wir. Ist er schließlich jünger als wir. Und ja, was uns jetzt erwartet. So hell. Ja. Schau, die Finger des Riesen. Vor uns ist der höchste Gipfel. Da vorne. Geschafft. Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Man, der Treus macht immer die Spannung mal kaputt. Okay, dann geht's weiter. So, mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Junge. Nichts, dachte nur. Sieht aber echt einladend aus. Mal gucken. Bin echt gespannt, Leute. Ja gut. Der Rest von ihnen. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Sieht alles echt einladend aus, aber wo müssen wir hin? Steck mal hier hoch. Aber ich tue es nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Oh, meine Geschichte. Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber... Der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg, der Steinmetz. Diese Zeichnungen. Okay. Das ist unsere Geschichte. Nein.
Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Okay. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm! Wir sind dem Ende schon so nah. Ja, wir sind Ende schon nah. Ja, sind wir. So. Puh, okay. Mal gucken. Ihre Asche zerstreuen. Okay. Machen wir doch. Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. So, einmal hier hoch. Oh Mann, ey. Mal gucken. Ihre Asche verstreuen. Okay. Einmal hier hoch. Gemeinsam. So. Ja. Aber es ist ein schönes Bild gerade. Oder was meint ihr? Ja. Wahrscheinlich einfach. Wenigstens findet die Asche dann ihre Freiheit. Leb wohl, Fey. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts mehr. Mutter war eine Riese. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki. Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Okay. Warum?
Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Loki, warte mal, das... komisch. Okay. Letzter Wunsch. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn. Wieso wir sie herbringen? Oh, das ist Ende. Aber okay. Sie, dass es hier so aussieht? Das ist nice. Aber schon geil. So. Ja gut, das Ende war doch sehr schnell als gedacht. Also ich dachte, wir müssen noch einen Part noch machen, aber okay, wir haben das Ende erreicht. Warte mal, Loki, war das nicht Gott der Lügen oder so? Ende ist irgendwie an, ihr wisst schon, Thor und so. Aber, mal gucken. Wo sind wir jetzt überhaupt hin? Ah, darunter. Na gut. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. So, mal gucken. Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung. Ja, dann würde ich sagen, das ist auch schon der letzte Part. Wie ich jetzt so sehe, wenn es schon die Credits sind. Güte. Ja. Aber ist doch cool, also das Projekt war bis jetzt richtig hammergeil. Auch sehr schwer, aber auch sehr hammergeil. Der Bosskampf war einfach das Beste des Spiels irgendwie. Der letzte Bosskampf, als nochmal alles ging. Und ja, war wie gesagt ein geiles Spiel. So, gehen wir hier. So. Aber cool, dass man wieder weiterlaufen kann. So. Wir müssen noch schnell zum Tempel zurück. Und da bench das Video dann. Das ist halt nur die Credits und ja. Aber vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was na, gut. Von Sparta? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Na gut. War aber echt ein nice Game, muss man echt sagen. Nicht so einfach, aber auch nicht so schwer. Also mittelmäßig, kann man sagen. Jungs, bin ich vielleicht froh, ich hab die Nase voll vom Liedpreis, der Zwerg. Was war denn mit mir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Okay. Na gut. Ah. Okay, das ist wohl... Ah, okay, ja gut, man kann ja weiterspielen. Okay. Ah, man kann sogar die Rüstung, glaube ich, behalten, okay. Ah, okay. So Leute, was sagen wir echt das Projekt auch schon. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war jetzt schon echt ein hammergeiles Game. Wie gesagt, das war richtig hammergeil. Und ja, das Ende kam doch sehr plötzlich, wie ich dachte. Also, wie ich dachte und wie ich finde. Und ja Leute, wenn euch das Projekt gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und gerne einen Kommentar schreiben, wie ihr das Spiel fandet. Ob ihr euch das mal holen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal von neuem Projekt von Soulless95.